Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie im Gewinnspiel schon erwähnt, gab es ja bei When Wardens Fall ein Update. Patch 1.2 ist rausgekommen und der hat viele Änderungen mit sich gebracht. Ich werde auf jeden Fall den Link zu den Patch Notes unten verlinken in der Beschreibung. Ist zu viel, um das jetzt aufzuzählen. Auf jeden Fall, ja, wie ihr seht, wenn ich mich bewege, kommt wieder so ein kleiner Kreis. Das nennt sich dann Freeze Move. Ich mag es nicht, also bei normalen Spielen nicht. Bei Detached war es gut, bei diesem Weltraumspiel, wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Weil da wurde einem echt schlecht, wenn das ganze Sichtfeld da war, aber bei so Spielen stört mich das überhaupt nicht. Aber der Entwickler hat mir versichert, dass hier noch ein Menüpunkt dazukommt, wo Free Locomotion möglich ist, ohne diese Smooth-Funktion, also das wird irgendwann auch noch möglich sein. Also ich mag es überhaupt nicht, weil das macht das Bild auf einmal tierisch dunkel und das stört irgendwie nur. Ja, wir haben jetzt mehrere Slots, wo wir Waffen hinpacken können. Mit Doppelklick können wir die uns dann schnappen. Das kann man aber auch hier aussuchen, Drop Item, Doppelklick. Also wenn ich den jetzt fallen lassen will, muss ich zweimal drauf drücken. Hebt den sogar vom Boden auf, also ich brauche nur diesen Klotz zu sehen und dann kann ich mir die Waffe wieder nehmen. Es gibt ein neues Schadensmodell bei den Gegnern. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an und schauen mal, was uns so erwartet. Es soll auf jeden Fall auch dunkler geworden sein in den Dungeon. Mal gucken, wie wir das mit der Beleuchtung dann wahrnehmen. Okay, da sind wir. Oh ja, es ist definitiv dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber dieses komische Quietschen, das hört sich teilweise an, als ob ein Auto gerade hinter mir irgendwie bremst. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein großes Schwert. Oh, ein Hammer. Also ich will gerne mit dem Hammer hier anfangen. Dann schauen wir mal, wo wir lang können. Da ist eine Mauer. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Gehen wir mal hier lang. Oh, hört sich schon gut an. Komm her. Ja, Bluteffekte sind dazu gekommen. Und wie ihr seht, wir zerstören den Schädel. Und das macht sich auch direkt bemerkbar. Ja, man sieht es direkt. Also. Wow. Wo ist der denn hingeflogen? Okay. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal das Schild. Aber habt ihr gesehen, die Haut um den Kopf wurde direkt rot und sah sehr kaputt aus, zerstört aus. Auch sehr cool. Was, wieder eine Truhe? Es ist schon ziemlich dunkel geworden. Ja, und wenn man sich bewegt, macht das nicht besser, wenn dieser Kreis da um einen erscheint. Dass das Geräusch wieder... Okay, da brauchen wir einfach nur rübergehen, um die aufzusammeln. Ah ja, nichts, oder? Ne, die konnte man nicht öffnen. Aber da gehen wir jetzt mal die Truhe holen. Gucken, was jetzt hier für eine Waffe gedroppt ist. Was ist das? Irgendein Trank, den... Also ist das Inventar... ist echt cool geworden, finde ich. Sieht es ein bisschen besser aus als vorher. Man soll, glaube ich, 7 Slots oder so haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, nehmen wir uns nochmal. Aber da lag doch eben eine Waffe, aber die ist irgendwie weggebuggt gerade. Ist natürlich auch immer noch Early Access das Spiel, also muss man hier auch ein bisschen Verständnis haben, dass nicht alles reibungslos läuft. Okay, da werden wir eingeladen. Aber ich würde gerne noch mal, da hinten war ja auch noch eine Tür. Da würde ich gerne auch noch mal hingehen. Also was mich ein bisschen stört ist, dass ich jetzt von der Wand Schritte wahrnehme, obwohl es ja eine richtig massive Steinwand ist. Das wäre cool, wenn das noch gefixt wird. Die Schwerter gefallen mir nicht, wir bleiben hier. Ha! Da sind sie doch!
Komm her! Boom! Ah, hier sind doch noch mehr. Boah, einer ist noch mehr. Da kommt noch einer. Boah, Schadensmodell ist echt nicht schlecht. Gefällt mir. So, ist hier noch irgendwo einer? Aber wäre cool, wenn man sich hier so eine Fackel nehmen könnte. Ich probiere das mal. Nee, die kann man nicht nehmen. Kann man hier diese... Warte. Ach, jetzt haue ich hier gegen meine Wand wieder. Nee, die kann man nicht aufnehmen, die Fackeln. Wäre natürlich auch cool. Wir gehen mal da lang. Ja, komm, Jungs. Da ist auf jeden Fall noch irgendwo einer. Mindestens. Schlag noch mal. Ha, verarscht. Warrior Level 1. Use a shield and any other weapon other than a dagger to continue. Ach so, okay. Man kann jetzt hier auch in Ränge aufsteigen in verschiedenen. Wir sind jetzt im Warrior Level. Weil wir das Schild und eine Waffe benutzt haben. Oh, das Schild sieht noch cooler aus als unseres, oder? Ist das das gleiche? Das gleiche, oder? Ja, okay. Trotzdem, wir nehmen mal ein neues. Okay, das sieht jetzt nicht mehr so aus, als hier noch irgendwo was wäre. Sieht natürlich auch alles sehr gleich aus. Da können wir mal lang gehen. Ich muss mich erstmal hier richtig stellen wieder, sonst haue ich gleich nochmal gegen eine Wand. Das ist echt nicht so prickelnd. Was ist das? Okay. Mal schauen, wo uns das hinführt. Okay, wir sind irgendwo gespawnt. Sieht leicht anders aus. Hier liegt überall so rotes Zeug auf dem Boden. Irgendein Gewächs. Das sieht schon sehr komisch aus. So. Da kommt jetzt bestimmt was. Come on! Vor den habe ich in den Boden gestampft. Oh, da ist ein neuer Gegner. Magier. Sieht natürlich sehr cool aus. Den putzen wir aber. So. Nein, ich wollte den nach hinten packen, so. Da liegen Schlüssel. Aber können wir nicht nehmen, okay. So,
Sobald man da hinten greift, vibriert auch der Touch-Controller. Das ist natürlich auch sehr cool. Dann weiß man, okay, man ist jetzt an dem Punkt. Es könnte ein bisschen besser funktionieren, aber wie gesagt, ist immer noch Early Access. Ich werde das auch alles, meine Erfahrungen, jetzt dem Entwickler berichten. Und vielleicht können die dann noch ein paar Sachen hier verbessern, die mir so aufgefallen sind. Okay, gehen wir mal da lang. Das ist hier echt ein Dungeon Crawler. Oh, die sind schon besser gerüstet. Ha, der Helm ist weg. Cool wäre natürlich, wenn wir uns auch eine Rüstung noch anziehen könnten. Da wächst überall irgendwas raus. Dahinter höre ich was, glaube ich. Da ist einer. Ja, komm, Junge. Auf die Beine. Wie sehen denn die Beine aus, wenn man die beschädigt? Na komm, ich krieg die Beine nicht. Da tropft noch Blut. Oh. Ein bisschen rumgespackt das Ganze. Komm. Tür auf. Nee, scheinbar nicht. Da müssen wir weitersuchen. Okay. Kann ich aber nichts machen. Die Tür muss da aufgehen. Ha, jetzt geht die auf. Ich brauchte das magische Schwert hier. Jetzt probieren wir mal mit zwei Waffen. Okay, man hat natürlich keinen Schutz, aber der Gegner ist auch ein bisschen schneller weg. Kann ich das hier alles reinpacken? Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe eine Seite. Ah. Okay, sieht man echt schlecht. Das könnte man noch ein bisschen verbessern. Gucken, ob hier jetzt noch eine bessere Waffe erscheint. Das Schild habe ich doch noch, oder? Ja, okay. Ah, ich bleib bei meinem Hammer, der gefällt mir. Legst du den Helm ab? Bisher habe ich noch keine Waffe gefunden, die mir jetzt so wirklich besser gefällt als der Hammer, aber kommt vielleicht noch. Oh, da leuchtet irgendwas. Ha! Eat this! Kann man da. Nee, das kann man nicht kaputt machen. Okay, hier ging es auch noch lang. Okay, hier geht's aber nicht weiter scheinbar. Okay. Dann müssen wir weitersuchen. Gehen wir hier mal lang. Da ist noch eine Tür, wo wir lang könnten. Ah, haha. Komm, Waffen, Waffen, Waffen. Nee, okay. Ich würde gerne mal probieren, für was die Tränke sind. Okay, den kann ich nicht nehmen. Okay, den kann ich wohl nehmen.
Komm, wir probieren mal dieses richtig große Schwert. Alter, das war ein Klopper. Okay, gehen wir mal weiter. Da hinten war ja die Tür. Die versuchen jetzt mal aufzumachen. Das ist echt ein Labyrinth hier. Was ist das? Barbarian Warrior. Okay, da kann man die Erfolge. Okay, wir sind jetzt Level 1. Wie gesagt, cool wäre noch, wenn man wirklich Rüstungsteile und so finden würde. Ich glaube, hier kamen keine Gegner. Jetzt gucken wir mal. Da oben war so ein Kochstudio. Cauldron, Grinder, Distiller. Hier konnte man diese Zaubertränke machen. Alchemiesystem. All plants produce two effects. Put raw plant directly in distiller to produce potion with two effects. You find plant by either boiling or grinding to produce with only one effect. Okay. Sonst noch hier. Blöd ist, ich weiß gar nicht, für welche Effekte die dann bringen. Okay. Jetzt haben wir da ein. Keine Ahnung, für was die sind. Brown Bottle. Potion, Drinkable, Press Trigger, Sinval, Poison, Gift. Also, die Kleinen sind Gift, diese Röhrchen, die wir eben hatten. Nein, du nicht. Och, zieh doch nicht alles an dir. Da, was ist Gift? Also kann ich wahrscheinlich schmeißen, wie so eine Granate, vermute ich mal, müssen wir nachher probieren. Okay, ja, muss man erstmal durchblicken. Da ist eine Tür. Aber kommt man da jetzt hin? Oh, ich häng fest. Okay, hier kommt man nicht lang. Ne, okay, da kommt man nicht lang. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder raus. Suchen wir mal einen anderen Weg. Da sind wir aber hergekommen, oder? Ja, hier sind wir definitiv hergekommen. Jetzt gehen wir mal da gucken. Da war ja eben versperrt. Da ist auch immer noch versperrt. Okay, sieht nicht so gut aus. Heiß! Ne. Okay, wir müssen wahrscheinlich zurück. Bräuchte jetzt fast eine Landkarte hier. Wo geht's denn da lang? Da geht's auch nicht weiter. Da war ja nur die Kiste, die wir eben geöffnet haben, genau. Da wäre auch noch irgendwo. Flasche. Aber noch. Das ist blöd, dass das sich dann immer mitdreht. Okay. Ging es auch nicht weiter. Okay, gehen wir nochmal da lang.
Aber da kommen wir überall her. Ich weiß nicht, ob das so wirklich richtig ist. Aber vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Hier waren wir auch. Vielleicht haben wir irgendeine Kleinigkeit übersehen. Checken wir nochmal kurz hier die. Komischer Schlagsound gerade. Hat mich ein bisschen irritiert. Na, hier ist aber auch nichts. Ah, von hier aus kamen wir, ne? Definitiv. Da läuft da irgendwas. Ah. Kommt her, ihr zwei. Komm. Jetzt wollen die mich hier einkreisen oder was? Du kriegst mit der groben Kelle jetzt hier. Oh. Halbe Gesicht weggeschlagen. Und dann auch noch. Boom. Okay, jetzt haben wir ein Upgrade gekriegt. Soldier, every 10 seconds blocking an attack with a shield was your next attack. Good. Ah, jetzt können wir uns aussuchen, in welche Richtung wir gehen. Also alle 20 Sekunden hitting with shield knocks back and stuns enemy in small radius. Achso, okay, wenn wir blocken, dann werden die so ein bisschen zurückgeschmissen. Nein. Oh, habe ich jetzt echt meine. Jo. Das ist nicht gut. Okay, müssen wir erstmal mit dem Schwert weiter. Ich habe im Upgrade-Raum meine Axt verloren. Aber da tut es ja auch hier. Komm. Einen müssen wir jetzt mal killen, würde ich sagen. Der wartet schön, bis der nächste frei wird hier. Ja, habe ich ja gesagt. Der braucht nur einen Schlag. Boah, der hat ja gar kein Gesicht mehr. Also der Hammer war besser. Mann. Nee, das ist schon. Bei der Macht von Grayskull. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Oh, weiter geht's. Also seit Blade and Sorcery nervt das echt, wenn Schwerter einfach so durch die Leute gehen. Kann man aber auch erst nur verstehen, wenn man das Spiel mal gespielt hat. Was ist das denn hier? Boah, ich will meinen Hammer wieder haben. Oh, da kommt was anderes. Das ist der gleiche Schwert, oder?
Okay. Okay, das war Gift, das war Granate. Rund war gut, ne? Okay. Zip. Okay. So, dann sind wir im nächsten, ja, Level. Nächsten Abschnitt, würde ich sagen. Okay, hier sehe ich jetzt keine Gegner. Es geht nur einen Weg hier lang. Das wird wohl scheinbar immer schlimmer. Nein! Und das dürfen wir auch noch verlieren. Okay. Aber ich wollte doch mal hier was probieren. Hat er geklappt? Jetzt habe ich gar kein Schwert mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Doch, ich habe da noch ein Schwert. Wow, der sieht aber... Der sieht übel aus, aber der hat ein cooles Schwert. Habe ich jetzt sein Schwert automatisch gekriegt? Ich wollte schon sagen, der soll mir seine Sachen geben. Ja, hat er nichts gebracht? Ah, du. Du wirst gefrühstückt, Junge. Piek. Ah, die waren leichter mit dem Hammer zu besiegen. Was jetzt? Dass ich den Hammer verloren habe, das stört mich aber jetzt noch. Meine Güte. Ha. Ich war das. Also, man kann die leicht einfrieren, wenn man mit dem Schild zuhaut. Das ist ja cool. Okay. Gucken wir mal kurz, ich habe kaum noch Energie. Schon so einen runden. Ja, das war ja auch Gift. Oder ist mir eben explodiert. Okay, wir haben echt nicht mehr viel. Brauchen unbedingt Heilung. Man sieht auch, ich sehe alles leicht rot. Wäre cool, wenn wir jetzt nochmal so ein. Oh je. Boah, you are dead. Ja, Leute, man muss echt besser lernen, mit den Zaubertränken und so weiter klarzukommen. Aber ja, ich wollte euch das jetzt mal hier vorführen, den neuen Patch. Und ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Ich hoffe, es wird noch besser. Und ja, dass Free Locomotion dieses Smooth wegbekommt, wäre auch noch echt wichtig. Aber mir hat es jetzt gefallen. Das Gameplay war echt, echt nett. Und ich werde beim nächsten Patch auch mal wieder reinschauen und euch dann auch ein Video machen, wie sich das Spiel hier entwickelt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, ein Abo sowieso. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao.